Moinsen Leute, kleines Infovideo, wird mal wieder Zeit für so ein, ja, keine Ahnung, Review passieren. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich das immer, nicht immer, aber doch immer öfters mal mache. Einfach mal zu gucken, wie ist denn der Stand, was ist denn gerade, was ist los bei mir. Und das jetzt nicht in den Vlog verpacke, sondern einfach so. Haben wir schon gesehen, wir haben einen neuen Trailer, ja, weil ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem alten gewesen. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet und hier und da versuche ich nach und nach mehr auszubauen. Heißt, klar, gut, diese Designsachen von wegen Passantnetz überarbeiten, Header und Profilbild überarbeiten, anständiges Icon da machen, sowie als auch da Discord ein wenig auszubauen, damit da vielleicht ein bisschen mehr Leben reinkommt. Für die, die schon da drauf sind, gerne mir sagen, möchtet ihr noch irgendwelche speziellen themenbezogenen Räume, sowohl Sprachräume als auch Schreibräume, irgendwelche Zusatzfunktionen. Der Tumanix, der hat mir schon gesagt, er hätte ganz gerne eine GIF-Funktion. Da gucke ich mal, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich mache alles langsam, ne? Weil blond und Frau, ich versuche das schon. Ne? Da gucke ich mal, dass wir was machen. Ich habe da schon ein paar Commands eingefügt. Der Begrüßungstext müsste, glaube ich, mittlerweile auch da so ein Shit sein. Dass es einfach ein bisschen familiär freundlicher wird und du da auch so ein bisschen mehr machen kannst. Ne? Also ich muss auch da aktiver werden, das sage ich ganz ehrlich. Das kriegen wir hin, denke ich mir. Auch mal mit Twitch jetzt langsam anfangen. Ich hatte schon mit keinen kleinen Test gemacht. Also Retro-Spiele funktionieren definitiv. Wir könnten auf jeden Fall mal einen kleinen Zelda-Stream machen. Entweder Oracle of Seasons oder Oracle of Ages. Da kannst du natürlich auch gerne sagen, hey, ich möchte gerne das eine oder das andere. Ich könnte mir auch vorstellen, da muss ich nur gucken, ob das bei Twitch okay ist, dass man einen kleinen Kunststream in Anführungsstrichen macht, dass ich da einfach so ein bisschen zeichne und nebenbei laber. Das können wir wahrscheinlich dann auch mal machen, für die, die halt keinen Bock auf ein Let's Play haben. Ich habe auch schon überlegt, ob, wenn ich, obwohl ich weiß nicht, dafür brauche ich eigentlich gar keine Webcam, aber vielleicht zur Halloween-Zeit, dass ich dann auch mal diese ekligen, also eklig in Anführungsstrichen, apokalyptischen Pokémon-Spiele von Mr. Prinz zocke, hatte ich mir jetzt angeguckt bei, ich glaube zum Teil Lenificate einmal im Livestream, als auch bei Pokémon Tutorials TV oder so ähnlich. Ist nicht schlecht gemacht, dafür, dass es ein Fanprojekt ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ist stellenweise auch so ein bisschen, aber das ist gut gemacht. Und dann denke ich mir, ja klar, warum nicht? Kann man ja gerne mal ein bisschen was machen. Und da denke ich mir, sind Streams ganz angenehm. Und gerade jetzt so zur düsteren Jahreszeit. Da einfach am besten sagen, jo, es wäre vielleicht, glaube ich, Wochenende für die meisten komfortabel, dass man auch vielleicht eine Uhrzeit festhält, wenn man sagt, okay, da habe ich Zeit. Ne, das möchte ich dann wirklich auch auf euch basierend machen, so wie ihr nämlich Bock habt, weil für mich alleine streamen brauche ich nicht. Dann schwenken wir auch generell jetzt mal zu den Let's Plays rüber. Pokémon Feuerrot dauert noch, bis es abgeschlossen ist, aber werde ich weitermachen. Ist für die, die halt neu sind, kommt immer nur am Wochenende. Immer nur samstags und sonntags. Weil ich nicht in der Woche zwei Let's Plays laufen möchte, weil ich nicht nur Let's Plays mache und ich glaube, das wird dann auch zu viel. Luigi's Mansion haben wir jetzt abgeschlossen. Es kommt tatsächlich von Looking Glass der Vorschlag Deponia. Klar, habe ich den ersten Teil gezockt, dann heißt es Chaos auf Deponia ist jetzt das neue Projekt, was heute startet. Das ziehe ich durch. Und ich spoiler, das nächste Projekt danach wird tatsächlich sein Eternal Darkness. Saugeiles Spiel, kann ich jedem nur empfehlen, das ist richtig gut. Und das zocken wir auch. Und danach muss ich mal gucken, ob ich Evoland 2 endlich weitermache. Da habe ich schon ein bisschen aufgenommen. Ich hätte noch The Legend of Zelda Wind Waker im Angebot. Ich wollte mal gucken, ob ich meine DSA-Sachen jetzt auch da auf dem PC sehr wahrscheinlich zocken kann. Ich wollte eigentlich auch super gerne Soul Reaver anbieten. Ich habe da einfach nur ein Riesenproblem. Da muss ich gucken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hole mal ein bisschen aus. Also, ich habe mir bei Good Old Games Soul Reaver gekauft. Den ersten Teil dieser Soul Reaver-Reihe ist ein bisschen steinalt. Meine ich war noch für die PlayStation 1. Mit DX Story kann ich das Spiel komplett gar nicht aufnehmen. Es reicht nur, dass ich DX Story also das Programm gestartet habe im Sinne von, ich habe es aufgerufen, nicht? Ich mache direkt F9 Aufnahme. Gar nicht, ne? Ich starte dann mein Soul Reaver-Ding. Funktioniert nicht. Das hängt sich instant auf. Starte ich jetzt, hier, wie heißt es? Bandicam. Die Videosequenzen, kein Problem, kann ich ohne Probleme Film aufnehmen. Funktioniert. Sobald der Überschwang ist von der ersten Filmsequenz zum, ich nenne es mal,
spielbegleitete Sequenz, man sagt, man spielt richtig, ne? Da ist irgendwie, sag ich mal, ein grafischer Unterschied, hängt sich das Programm auf. Sowohl Bandicam als auch Soul Reaver und stürzt dann ab. Scheiße. OBS, komischerweise, das ist so ein kleines Problemchen, findet der unter diesem, man kann ja einmal einen Bildschirm aufnehmen, sage ich in Anführungsstrichen, und einmal da das Spiel aufnehmen. Der findet das Spiel nicht. Ich kann aber auch keine Fensteraufnahme machen, denn ich kann dieses Spiel nicht minimieren. Ich kann das nur, ich habe automatisch ein Vollbild. Das geht nicht anders, das ist bei Good Old Games so. Da habe ich ein Riesenproblem. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass ich es mit einem Emulator probiere. Da allerdings habe ich festgestellt, musste ich rumtüfteln, dass das Spiel intern eine Stelle hat, wo es nicht aus der Perspektive rauskommt, sage ich mal so, ein paar Grafikfehler hat, dass man da halt die Seelen nicht wirklich sieht, was ich schade finde, weil das gehört dazu. Soundbug habe ich da nämlich schon behoben. Da hatte ich nämlich einen übelsten Soundbug, das konntest du dir gar nicht anhören, das war furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich da eventuell sonst sicherheitshalber mit einem Emulator rangehe. Bin ehrlich, ich habe mir den auch geholt, den PlayStation 2 Emulator. Da ist aber auch wieder so ein paar Einstellungssachen, denn egal welches Spiel, ist so ein ganz, ganz leichtes Ruckeln. Und das möchte ich nicht haben. Das nervt nämlich. Das sieht nicht gut aus. Da weiß ich allerdings nicht. Einstellungen, ich bin halb blond, ne? Also das ist auch noch so ein Ding, was ich überlege. Ja, das muss ich mir überlegen. Oder ich sage, okay, fick die Hände. Alles oder nichts. Ich probiere es einfach nochmal bei Good Old Games, weil ich habe auch von Good Old Games die ganze Deponia-Reihe. Und das funktioniert eigentlich schon, oder hat mit der Aufnahme funktioniert, zumindest die ersten beiden Teile. Die anderen beiden kann ich nicht sagen, aber ich denke, ich bin immer noch positiv gestimmt, dass es auch funktioniert. Ich bin dann noch so ein bisschen... Das sind halt so Zukunftsprojekte. Ich weiß, ich laber nicht damit durch. Im Let's Play-Bereich, wo auch ich hier wieder die Bitte habe, wenn du irgendein spezielles Spiel sehen möchtest, du darfst es mir gerne sagen. Ich gucke, ob es was für mich ist, weil es macht keinen Sinn, wenn ich etwas Let's Play, das mir nicht gefällt. Denn dann... ist meine Motivation, oh, ich muss dieses Scheißspiel spielen, ne? Macht ja keinen Sinn. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht mehr so krass diese Ego-Schiene fahren, wie ich es bis jetzt gemacht habe, dass ich sage, ich spiele jetzt nur das, worauf ich hier Bock habe, ich frage gar nicht nach. Ich frage jetzt, wenn du irgendein Projekt sehen willst, dann sag es mir. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die Soul Reaver sehen möchten, auch Soul Reaver 2. Das war nämlich damals schon bei meiner GC of Cain Let's Play. Mache ich, wenn ich das geschissen kriege, das ist halt... Die Prämisse, das tut mir auch so wenig leid. Die Reviews kamen schon lange nicht mehr und ich überlege ehrlich gesagt, mich komplett davon zu verabschieden, weil... Seien wir ehrlich, die waren nicht wirklich gut. Also, ich meine vielleicht jetzt, weiß ich nicht, die Figuren-Unboxings. Das war jetzt aber nur, weil ich bei Wish bestellt habe und ich fand es eigentlich ganz nett, so mal zwischendurch so ein Larifari-Ding machen. Aber ich glaube, meine Anime-Reviews, die... Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ich glaube, da lasse ich tatsächlich anderen das Feld. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Möchte allerdings, ich weiß, es ist vielleicht falsch, aber irgendwas anderes haben. Weil ich mag nicht nur Let's Plays anbieten und Vlogs. Sehr gut, ich habe noch meine FAQ-Schiene, eventuell ein zweites FAQ-Projekt. Wobei ich glaube, da könnte ich mich dann auch wieder aus dem Fenster lehnen und habe dann zu viel. Da weiß ich nicht. Ich habe schon zwischendurch überlegt, ob ich nicht doch mehr Kunst reinbringe, weil ich halt viel in der Richtung mache. Das war jetzt so ein spontaner Gedanke von mir, da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich mache. So eine Art Dev Diary, dass ich das dann halt montags immer mal wieder mache, denn ich habe mich dann einer Gruppe angeschlossen und wir machen so eine Art zweijährige Ausbildung zum, ja, geht schon Richtung Game Design. Ich werde wahrscheinlich den Schwerpunkt als Editor machen oder als Grafikdesigner. Aber halt in diesem Game-Bereich. Unreal Engine 4 war das, glaube ich. Da werden wir, dann muss ich mir ein paar Tutorials angucken, da haben wir auch dann Teambesprechung und das ist so ein bisschen auch Learning by Doing. Vielleicht ist es ganz interessant, weil zu Death Diary das zu verpacken. Parallel, wenn ich meinen Arsch hochkriege, ich wollte ja sowieso noch mein eigenes RPG-Spiel, wohlgemerkt mit Ruby, machen. Nicht mit Maya oder sonstigen anderen Projekten, sag ich schon, Programmen, die ich halt für meine, ich sag mal so, interne Ausbildung nutzen werde, mache. Weiß ich nicht. Da müsste ich mal gucken. Eventuell hast du auch ein Projekt, wo du sagst, mach schon mal sowas in der Richtung, das wird zu dir passen. Weil ich denke mir so, YouTube ist auch so ein bisschen ausprobieren. Ich möchte dir natürlich nicht zu viel machen, weil dann lasse ich schleifen. Das ist ganz normal. Aber ich möchte halt auch ein bisschen
mehr außerhalb der Let's Play-Schiene machen, weil ich sag mal ganz ehrlich, von den Aufrufen sehe ich das ja, vor allem wie schnell, sag ich mal, so ein Vlog mal eben 50 Aufrufe hat versus halt ein Let's Play, das halt nach ein paar Wochen auf 30 ist. Da ist die Verteilung oder der Wunsch halt woanders oder meine Gothic FAQ-Reihe. Also da muss ich schon sagen, okay, da ist der Schwerpunkt wohl eher da gelegt. Auf der anderen Seite möchte ich es nicht von den Views abhängig machen. Also es ist so ein bisschen Hickhack irgendwo, ich möchte mein Ding machen. Auf der anderen Seite möchte ich dann auch schon natürlich den Zuschauer zufriedenstellen, weil ich denke mir, ich habe mittlerweile so 370 Abonnenten, was ich letztens geguckt habe. Wir gehen auf die 400 zu. Da möchte ich nicht nur ganz so krass egosiv sein, dass ich sage, okay, irgendwo gebe ich auch ein bisschen was wieder. Und guck mal, wie sind denn eure Bedürfnisse? Und das ist dann halt für mich wichtig, dass man sich dann da auch auskackt. Also trau dich, kommentier. Ich möchte gerne wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Ne? Also ich meine, ist jetzt halt einfach nur ein Angebot von mir. Ich kann wie bisher weitermachen, aber ja, ein bisschen Interaktion wäre schon schön. Ich meine, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der immer wieder am Kommentieren ist. Das freut mich auch. Ich muss einfach vielleicht ein bisschen dankbarer werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das soll es jetzt gewesen sein. Das ist, glaube ich, ein langes Infovideo. Sorry dafür. Ich wünsche noch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye.